Der Künstler ist der Spiegel, in dem man sieht, was ohne ihn unsichtbar wäre. Herbert Bayer hat vieles sichtbar gemacht. Nun macht das Lentos Kunstmuseum Linz sichtbar, wie weit sein Gesamtwerk reicht. In einer umfassenden Schau führt es den Besucher von bildender Kunst über Fotografie und Architektur bis zur Umweltgestaltung und Werbegrafik. Herbert Bayer ist wahrscheinlich neben Alfred Kubin der berühmteste oberösterreichische Künstler. Er hat gelebt von 1900 bis 1985. Und an ihm ist so faszinierend die ungeheure Vielfalt seines Oeuvres und die vielen Lebensstationen. Also seine Arbeit, sein Leben haben ihn durch die ganze Welt geführt. Well, he was Er nahm seine Arbeit sehr ernst, sagte nicht viel, benutzte nicht gerne technische oder philosophische Ausdrücke. Er sagte einfach, sieh dir das Bild an. Nach ersten Lehrjahren in Linz machte sich Bayer bald auch in Deutschland einen Namen und unterrichtete neben seinen berühmten Weggefährten wie Walter Gropius, Paul Klee und Wassily Kandinsky am Bauhaus in Dessau. In der Bauhaus-Ära der neuen Sachlichkeit, die hauptsächlich von Männern beschrieben wurde, war die Luft für Frauen natürlich sehr dünn. Es gab viele Studentinnen in der Bauhauszeit, aber sie wurden eigentlich alle nach Besuch des Vorkurses in den Weberei abgeschoben. Wir haben hier in der Ausstellung eine Fotografie, da sind 14 Mitglieder des Bauhauses abgebildet, alle berühmten von Gropius, Kandinsky und so weiter. Und darauf ist gerade einmal eine Frau, die Gunda Stölzl. Es gibt in Österreich eine Universität für Musik und darstellende Kunst, die haben, glaube ich, überhaupt keine Frau im Professorenkollegium. Und insofern war damals wenigstens eine Frau dabei, nicht? Unter dem NS-Regime der 30er Jahre ließ sich Herbert Bayer wie viele andere namhafte Künstler zu Propagandawerken hinreißen. Kürzeste Zeit danach aber sollte er in der Ausstellung der entarteten Kunst verfemt und so ins Exil getrieben werden. Ich würde Bayer nicht als unwissend bezeichnen, aber Bayer hatte als Art Director einer der wichtigsten Firmen auch einen öffentlichen Auftrag, nämlich eine Firma über eine sehr schwierige Zeit zu leiten. Und er hat vielen jüdischen Freunden dort eine Beschäftigung verschafft. Bayer war sich sehr wohl seiner Twitter-Rolle bewusst, spätestens ab dem Zeitpunkt, als seine Malerei als entartet erklärt wurde. Herbert Bayers unbändiger Schaffenswille zog ihn noch bis ins hohe Alter von New York nach Marokko, Kalifornien, Paris, Japan und Mexiko. Sein Lebenswerk veranschaulicht die lebendige Vielfalt an modernen Strömungen innerhalb der Kunstgeschichte eines ganzen Jahrhunderts.